Prägte auf ihre Weise nicht nur als Metallgestalterin ihre Zeit, sie muss auch geprägt gewesen sein von diesem wahnsinnigen Aufbruch damals in Sachsen in der Industrialisierung. Die Wachstumsquoten heute in der sächsischen Wirtschaft, in der Chemnitzer Wirtschaft, Metall- und Elektroverarbeitung über 10%, zweistellige Wachstumsraten, die überzeugen auch weiter und hoffentlich kommt das auch ausreichend in den anderen nachfolgenden Leistungsbereichen an. Willkommen in der Poesie des Funktionalen. Ich bin kein Poet, ich funktioniere hoffentlich ein bisschen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dieser Ausstellung. Glück auf. Ich wünsche dem Fest einen schönen Verlauf. Einen Beifall für Ralf Siebenborn. Walter Gropius, der Direktor des Bauhaus war es, der den Leitsatz für das Bauhaus Kunst und Technik eine neue Einheit formulierte. Kaum ein anderer schöpferischer Impuls wurde in der modernen Welt so aufgegriffen wie dieser. Und Marianne Brandt war eine der wichtigsten Vertreterinnen dieser Avantgarde. Heute, nach 80 Jahren, ist dieser Leitspruch für das Handeln und unsere Region genauso aktuell und modern, genauso wie Ihre Entwürfe, die wir heute hier auch als Repliken sehen. Nur mit guter Gestaltung, ich meine das in jeder Hinsicht, in technischer und künstlerischer, werden wir ohne Zagen im globalen Wettbewerb bestehen. Und es gibt genug hervorragende Belege von Firmen aus unserer Region, die heute hier ebenfalls vertreten sind. Thank you.
die Nacht. Besten Dank fürs Kommen. Viel Spaß.